Die beiden sind nirgendwo sicher, wenn die Alte morgen vor Gericht was hast du gerade gesagt, du los, du! Was? Hände! Die Hände! Du hast privilegiert, sagst Schwein! Halt deine Schnauze, Alter! Mein Freund, du hast sie mit dem falschen! Du hast sie mit dem falschen Schwein erlebt! Sascha! I'm a face without a name. A hero wrapped in chain. Ich habe hier alle wichtigen Informationen von dem Fall. Okay, super. Das ist ja prima. Dann schaue ich da schon mal rein. Macht das. Sagen Sie mal, wir hatten am Telefon ja schon gesprochen. Ein paar Informationen hatten Sie mir schon gegeben. Wenn ich das richtig verstanden habe, Sie wollen Personenschutz für eine Zeugin von Ihnen? Genau, Personenschutz für Colleen ist ihr Name. Mhm. Sie ist eine wichtige Zeugin für einen Prozess. Ja, sie soll gegen ihren noch Ehemann aussagen. Ja, sagen Sie mal, greift da nicht normalerweise Ihr Zeugenschutzprogramm in solchen Fällen? Da haben Sie doch was vorgesehen. Ja, die gesetzlichen Bedingungen. Was das Zeugenschutzprogramm angeht, benötigt eine maßgebliche Aussage für den Fall. Mhm. Die liegt nicht vor. Sie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es also, sie hat nicht nur 100%ige Aussagekraft, sondern vielleicht nur 90%ige. Und dafür sind Zeugen, die bereit sind, auszusagen müssen, mit ihrem Leben dafür vielleicht hinhalten, ja? Das sind die gesetzlichen Bedingungen. Aber ich möchte auf jeden Fall Ihre Aussage haben. Die ist wichtig für mich. Okay. Entschuldigung, pass auf, Pam, wir suchen schon mal raus das Umfeld. Ich habe ja Adresse hier alles. Wir googeln schon mal, damit wir wissen, wie das Umfeld aussieht, da wo die Schutzperson wohnt. Also das bedeutet für uns, dass Sie selber in Vorlage oder dahin gehen und das bezahlen jetzt? Ich zahle das selbst. Okay. Mhm, alles klar. Ja. Jetzt mal meine Frage. Wie weit ist die Sache jetzt schon gegangen? Ich sag mal, was ist da alles schon passiert? Ist eine Menge passiert. Erstmal zu Herrn. Also, Ihr Mann ist vorbestraft wegen Diebstahl, Raub und Körperverletzung. Mhm, dicker Fisch. Ja, und momentan angeklagt wegen Hehlerei. Mhm. Er sitzt gerade in U-Haft. Ich bin schon Jahre an dem dran. Ich konnte ihm nie was nachweisen, leider. Aber jetzt ist er fällig. Jetzt will ich ihn dingfest machen. Okay. Ja, gut, jetzt habe ich aber eine wichtige Frage. Warum genau Personenschutz, Herr P***, ist er in U-Haft? Ich meine, wird irgendwie seine Frau unter Druck gesetzt? Von dort aus, oder? Sie wurde im Vorfeld erstmal massiv bedroht von ihrem Mann. Und Colleen konnte mit ihrem Anwalt eine einstweilige Verfügung erwirken. Der sitzt im Knast. Und trotzdem gibt es noch Übergriffe durch Dritte. So, passen Sie mal auf, wenn ich das höre, durch Dritte. Meine Frage, da war ja noch ein Kind im Spiel. Jetzt wollen Sie mir doch nicht erzählen, dass dieser Mann sein eigenes Kind bedroht oder vielleicht auch in die Gefahr bringt? Leider ja. Ich meine, das Kind und die Frau wurden von der Straße abgedrängt. Wie? Und bei Ihnen wurde eingebrochen. Wie bitte? Das Wichtigste in der ganzen Nummer ist hier, was ich hier einsetze, sind meine besten Leute. Denn die brauche ich dafür. Ja? Da würde ich jetzt niemals welche hinsetzen, wo ich sage, die haben nicht die Erfahrung, das sind die Besten, die ich habe. Und das ist natürlich das ganze Equipment dabei, natürlich auch schusssichere Westen, ja, ganze Elektrik, die wir dafür brauchen. Und wir haben hier vor allen Dingen 24-Stunden Überwachung. Und wenn die beiden da dran sind, dann passiert da auch nichts. Und ich komme halt zur Verstärkung dazu und dann bringen wir die Sache ganz sicher über die Bühne und die macht ihre Aussage. Und dann hoffe ich, dass der Staatsanwalt sein Versprechen einlöst, den Typen für immer wegsperrt. Dann würden wir sofort eine 24-Stunden Überwachung machen. Super. Machen wir das so? Und ich brauche das bis zur Verhandlung 3 Tage. Kein Thema. Und sollten wieder Vorfälle stattfinden, unbedingt die Täter dingfest machen. Das können Sie sich polizeilich erfassen lassen. Das könnte sehr wichtig sein für die Verhandlung. Herr Brückner, Sie tun mir, wir tun eins. Wir beschützen Ihre Zeugen und Sie tun mir einen anderen Gefallen. Sie sperren das Arschloch für immer weg. Keiner da? Warum macht da keiner auf? Ich weiß, dass wir kommen. Ja? Sie müsste uns erwarten. Könnte natürlich möglich sein, dass er vielleicht ein bisschen Angst hat. Und ich kenne das schon aus anderen Fällen. Dann gehen die nicht ran, rufen sie doch lieber einfach mal an und fragen mal nach. Ja, nicht, dass da nicht, dass das schon was vorgefallen ist, sondern die haben sie schon abgefischt. Ich hoffe nicht, dass da was passiert ist. Das sind die Detektive. Herr Stahl. Taschen, Frau. Und du bist die? Emma. Hallo, Emma. Dürfen wir eintreten? Ja. Ich habe einen Termin. Ich muss los. Frau, Sie können den Männern vollkommen vertrauen. Okay. Ja? Herr Brückner, viel Spaß beim Gericht. Danke. Bringen Sie wieder ein paar schwere Jungs, da geht dann. Wir machen den Rest. Das werde ich. Bis dann. Schönen Tag noch. Hallo, Frau. Ich grüße Sie, Norweski. Hallo. Hallo, Falkenberg. Hi. Und du bist die, Kleine? Emma. Wie heißt denn dein Tiger? Hat er noch gar keinen Namen? Dann geben wir ihm gleich ein. Das kriegen wir schon hin. Hier?
Ja, ins Wohnzimmer. Schöne Wohnung haben Sie. Danke, danke. Die, ja, Wladimir hat sich sichtlich Mühe gegeben. Und du, kleine Emma, hast du auch Angst? Oder hast du auch Angst? Ja. Dann wollen wir dafür sorgen, dass du keine Angst mehr haben musst, oder? Ja, dann werden die drei Onkels hier alles dafür tun, dass ihr jetzt sicher schlafen könnt und dass das ganz, ganz schnell vorbei ist, der Albtraum. Machen wir das? Ja. Ja, und hilfst du uns dabei? Ja, kannst du dem dicken Mann mal zeigen, wo hier, sag ich mal, die, eure Elektroaufschaltung ist, wo der Elektrokasten ist? Kannst du es dem dicken Mann mal zeigen? Ja? Geh mal mit ihm, der müsste da vorne sein. Ja? Kannst ihn an der Hand nehmen, der fühlt sich immer so unsicher. Ja, genau, genau. Zu dem Punkt halt, ganz wichtig, das wollte ich jetzt von der Kleinen nicht besprechen. Sie sind abgedrängt worden? Ja. Wie gefährlich war die Situation? Ich hatte wirklich Angst um mein Leben, also ich möchte auch gar nicht mehr daran zurückdenken. Werden Sie auch nicht. Ab jetzt übernehmen wir hier die Führung. Ganz wichtig dabei ist, Sie müssen uns hundertprozentig vertrauen, Sie müssen sich wirklich uns anpassen, wir müssen alle Ihre Gewohnheiten kennen. Ja, Sie können sich ganz normal verhalten, mein Team ist bei Ihnen, ja, ich werde genauso dabei sein, wir müssen wissen, wo geht Ihre Kinder zum Kindergarten, was haben Sie für einen Tagesablauf, das müssen Sie uns wirklich alles schildern. Kann ich Ihnen alles zeigen, Frage, gibt es schon einen anderen Mann in Ihrem Leben? Nein. Okay, das bleibt doch erstmal so. Sind nur Sie zwei? Ja. Dann hätte ich eine Bitte an Sie. Ganz, ganz wichtig. Weil hier schon Leute in Ihrer Wohnung waren, weil Sie auch ab und zu nicht da sind, wir würden hier gerne Kameras anbringen. Keine Angst, alle Intimbereiche, wie Schlafzimmer, Dusche, nein, alles. Das natürlich nicht. Aber hier im Bereich, ja, Sie wissen ja, dass wir da sind. Ja, wir wollen einfach nur sicherstellen, wenn Sie nicht da sind, sehen wir hier reingeht. Dann hätten wir nämlich schon mal jemanden vielleicht auf einer Kamera, falls Sie es nochmal probieren. Ja, gut, weil wir nicht nur die Tür haben vorne, sondern wir haben auch Zugang, Terrasse. Überall. Und Doppelnutzung, wie ich gesehen habe, von den Gebäuden draußen. Wir müssen die Peripherie, das Umfeld, da müssen wir aufschalten, Kameras, Eingangsbereich, damit wir da im sicheren Bereich sind. Dass wir jederzeit sehen, wenn draußen Bewegung ist. Können wir das gleich machen? Ja, selbstverständlich. Ist das Equipment schon oben? Das alles bringen wir sofort hoch. You can't imagine the technicality of destruction on a mission. No submission to the authority of reason. Du hörst auf ihn, bist schön artig, ja? Ja. Ja. Mama hat dich lieb. Wir machen jetzt ganz normal Personenschutz. Micha und Sascha fahren jetzt praktisch unsere Ziehperson und die Mutter zu ihrer Arbeit, zum Friseursalon. Und ich bin die kleine Nikita und bleib den ganzen Tag bei ihr. Ja, das ist eine 24-Stunden-Überwachung oder 24-Stunden-Schutz, und den wir jetzt gewährleisten. Ja, unser Alltag. Ich hoffe, dass nichts passiert. Und wenn was passiert, werden Sie ihr blaues Wunder erleben. Was ist denn da los an der Tür? Da steht ein Typ, der versucht da reinzukommen. Ist das irgendwie ein Vater? Kennen Sie den irgendwie? Nein. Ne? Pass auf, das. Okay, da hinten steht Carsten. Da müsste ja, die Kleine müsste hinten sein. Okay, ich gehe mal zu Carsten. Alles klar, ja. Gehen wir mal schauen. Wir halten die Sache im Auge hier. Carsten! Carsten! Los! Wo ist die Kleine? Was ist aber los? Was ist los? Pass auf, da ist jemand an der Tür, der will die ganze Zeit rein. Die Kindergärtnerin lässt ihn nicht rein. Ja, was will der von der Kindergärtnerin? Keine Ahnung, der hat was vor. Ja, was hat der da vor? Der will doch rein, keine Ahnung. Digga, du bleibst jetzt hier bei der Kleinen. Egal, was ist, du sicherst sie. Okay. Nochmal, ich bin der Onkel und bin berechtigt, die Kleine. Ist ja interessant, du bist der Onkel? Von Emma, ich bin auch der Onkel. Los, wo ist hin? Hey! Du weißt gar nicht, eine Sache. Doch, guck mal, Junge, hier sind denn. Die beiden sind nirgendwo sicher, wenn die Alte morgen vor Gericht was hast du gerade gesagt, du los, du! Was? Hände! Die Hände! Toter privilegiert, sag frei! Halt deine Schnauze, Alter! Mein Freund, du hast ihn mit dem falschen. Du hast ihn mit dem falschen Schwein erlegt! Sascha! Sascha! Komm her, mein Freund. Hier hast du erstmal ein bisschen Eisen, da kannst du das halten. Digga, pass auf! Abflug zum Auto! Haut ab! Haut ab! Das ist meine Mama. Die ist hier. Kannst du gleich falsch nicht erzählen? Ja, Taschen, der Schalje. Passen Sie auf, wir waren hier in der Kita in der Straße und die hatten einen Überfall stattgefunden. Ja, nachdem jetzt hier gerade der Typ in der Kita versucht hat, Emma zu entführen, denn das ist das Einzige, was ich daraus sehen kann, haben wir sie erstmal ganz, ganz sicher in der Base gebracht. Da kümmert sich jetzt Pam um sie. Und wir sind jetzt hier nochmal bei unserer Schutzperson zu Hause. Die wollten noch ein paar Klamotten für die Kleine holen und sich wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen akklimatisieren.
Fall. Ach du Scheiße. Die Tür ist auf. Kommen Sie mit, schnell. Das Paket stand vorhin auch noch nicht hier. Alles klar, dann checken wir das zum Schluss. Aber lass uns erstmal die Wohnung checken. Okay. Geh du nach links, ich geh nach oben hoch. Alles klar, Digga. Was verpackt, ist was schon verpackt mal ist drin. Aber scheinbar sieh kein Leo. Siehst du, ja, mal? Immer? Hast du einen Schräg? Hast du? Zieh mal raus. Ich hab's. Du, da hängt ein Kabel raus. Normales Elektrokabel. Siehst du da was? Kannst du mal da? Warte. Du, eine Schwarzlichtlampe. Zwei Fragen. Hat Ihr Ex-Partner eine Schwäche für Schwarzlicht? Nein, nicht, dass ich wüsste. Und die zweite Sache ist, bitte schauen Sie mich an. Ich brauche Sie jetzt glasklar, denn wir haben nicht viel Zeit. Sie gehen jetzt sofort nach oben und packen ein paar Sachen. Wir bleiben nicht hier. Sofort, nicht nachdenken, sofort machen. Okay? Ja. Sie müssen hier raus, okay. Auf jeden Fall. Ja. Wir kommen nicht wieder in die Wohnung zurück. Wir bringen Sie in ein Hotel oder einen anderen sicheren Ort, wo niemand weiß, dass Sie sich aufhalten, okay? Jungs, tut mir eine Tasche. Bitte. Verdunkelt die Zimmer hier. Okay. Mach die Lichter, schalte sie runter. Die gehen dann davon aus, dass sie die Kleine gekriegt haben. Genau. Die wissen doch gar nicht, dass die Kleine safe ist. Die waren sich so sicher, dass sie schon vorab eine Drohung geschrieben haben. Was steht da? Halt's Maul morgen. Halt morgen die Klappe. Alles klar, wir haben hier nur gesehen, Jungs. Die Aktionen liefen parallel. Aber weißt du was, wir haben ja die Kameraaufschaltung. Genau. Wir müssten ja was drauf haben. Das läuft auf Bewegungsmelder. Ja, wir mal sehen. Schauen Sie sich bitte diesen Typen, den Gesicht von diesem Typen an. Kennen Sie den? Der hat eine Tätowierung im Gesicht. Haben Sie den schon mal gesehen? Ich hab den noch nie gesehen. Alles da, Dicker, der hat eine Tätowierung im Gesicht. Ich rufe die Polizei und Spurensicherung soll kommen. Ich rufe den Staatsanwalt an. Und frage ihn mal nach. Vielleicht ist da irgendeine in der Kartei drin, einseitige Tätowierung. Was macht der denn? Ja, hallo, Norweski. Der hat hier lauter Drohungen. Mit einer phosphoreszierenden Farbe geschrieben. Es ist schon der zweite Einbruch in 3 Wochen. Also hätte ich mehr Geld, würde ich mir immer schnappen und würde einfach nur noch weg. Deswegen ganz, ganz wichtig, raus hier aus der Wohnung. Jetzt müssen wir nach unseren Spielregeln arbeiten. Die darf hier nicht mehr in der Wohnung sein. Jetzt wird sie an einen sicheren Ort gebracht. Das Kind ist schon an einem sicheren Ort. Denn die hat morgen ihre Verhandlung und da muss sie sicher ankommen. Und dann nimmt der Spuk hier endlich ein Ende. Da sind wir. Herr Stahl. Ich kläre schon mal rum. Alles klar, Digga. Sicher. Hallo. Digga, sicher ist es nach hinten. Ja, ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die sehr gute Arbeit. Gar keine Frage, aber wir sind ja noch nicht am Ende. Erst wenn die Verhandlung vorbei ist, kommen wir der Sache langsam zur Ruhe. Eins noch, ich meine, Sie wissen ja schon alle, was gewesen ist. Die neuesten Ermittlungen waren noch so, wir haben auf dem Video gesichtet, als Ihre Wohnung da verwüstet wurde und mit Graffitis beschmiert wurden. Da war es noch ein anderer Täter, noch eine Person, die wir nicht identifiziert haben. Da ist also noch einer von dem ganzen Quartett, der noch nicht da ist. Und wie viele da noch hinterstecken, können wir ja auch nicht ausschließen. Ja. Lassen Sie uns jetzt in Ruhe hier zu Ende bringen. Ich weiß, dass Sie Angst haben, aber hier und heute nimmt das erstmal zumindest ein positives Ende. Wir machen Ihre Aussage und dann tritt hier Ruhe ein. Und den anderen, den schnappen wir uns auch noch. Und wer immer dahinter steht, den verschwäche ich hier. Okay? Alles safe? Bereit? Alles safe, wir können wunderbar. Ja? So, ist alles sicher, dann lassen Sie suchen. Ich habe bereits alle Informationen über die Täter von der Polizei erhalten. Also es gibt dann Zusammenhang vom Angeklagten und den Tätern. Okay, ist das schon mal super? Dann schließt sich ja hier der Kreis, dann kommen wir hier auch mit der Sache zu Ende. Und dann machen wir ein schönes Paket raus. Ja. Und Herr Stahl, darf ich Sie spontan vorladen? Was soll ich machen? Soll ich aussagen für die neuesten Erkenntnisse, die wir noch haben? Eben, es ist ja einiges passiert die letzten Tage, die Übergriffe und Bedrohungen. Machen wir. Ich denke mal, der spät aus, eben war noch nicht da. Entweder die sind noch zu zweit. Ihr sichert? Da kann sein, dass der letzte Täter ist. Sie bleiben bei meinen Leuten. Sicherheit geht vor, okay? Ihr sichert die beiden.
jetzt gemacht! Nein, Peter! Peter! Micha, ich hab ihn gemacht! Micha, hörst du mich? Ja, ich hab ihn! Lass mich in Ruhe! Ist hier noch einer? Du bist schon allein! Nein, ich bin alleine! Aha! Mein Freund, deine Fresse habe ich schon mal gesehen auf dem Video! Was? Hast du da wunderbar schön die Wohnung umlackiert, ja? Alles klar, komm her! Ja. Wir konnten jetzt eben feststellen, Micha hat gesehen, dass hier die dritte Person ist, die wir vom Video kannten. Ja, und ja, hat sich ja nach oben verpisst. Ich habe die unten erstmal gelassen, dass sie unsere Zielperson schützen und den Staatsanwalt. Ja, und die oben wollte sich verpissen. Deshalb kam er ja nicht weit hier oben. Naja, haben wir dann beim Altmetall gefunden, wa? Jetzt kann er sich da unten schön beim Richter mit auskotzen. Und ich hoffe mal, das waren sie alle. Jetzt kriegen wir alle Informationen. Jetzt ist Abflug. So, raus mit dir. Los. Ja, Sascha und ich, wir sichern weiterhin hier draußen. Carsten macht drin seine Aussage, weil wir nicht wissen, ob vielleicht doch noch irgendjemand auftaucht. Da sind wir auf der sicheren Seite. Und? Alles gut gelaufen? Bestens, Jungs. Alle zu verlaufen. Hätte nicht besser sein können, der Arschloch hat 4 Jahre bekommen. Ja, und die anderen werden auch noch schön draufgehen. Wisst ihr, was das Beste war bei der Nummer? Der Knallkopf hat so wirklich noch im Gerichtssaal, vor dem Richter, sich auch noch mal richtig schön bedroht. Ich mach da ja, fertig. Ja. Parkiert die Schnürt, weg ist er. Ja, besser kann es nicht laufen. Ich denke mal, wir haben das alle ganz verständlich. Ich bin zufrieden. Jo. Na, Herr Brücker, glücklich? Super. Ich gratuliere Frau Danke schön. Und danke für Ihre Aussage. Ja, sehr gerne. Nun ist Ihr Mann die nächsten 4 Jahre hinter Gittern. Ja. Und die anderen 3, die geschnappt wurden, denen droht ebenfalls eine Strafverfolgung. Aber was werden Sie jetzt tun? Ich bin erstmal total erleichtert. Ich habe geplant, aus dieser Stadt weg. Einfach nur noch weg mit Emma, ein neues Leben irgendwo. Klar. Wo mich seine Jungs nicht kriegen. Mhm. Ja. Neuanfang einfach starten. Neuanfang, ja. Und mich auf jeden Fall so schnell wie möglich scheiden lassen. Das ist das Wichtigste. Also was das angeht, da empfehle ich Ihnen eine Härtefallscheidung. Ich habe da auch einen guten Anwalt für Sie. Ja, das wäre schön. Und was Sie angeht, super Job. Also Sie haben meine Erwartungen komplett übertroffen. Ja, freut mich doch, weil wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen die Straßen sicherer machen und den Abfall beiseite schaffen, Sie auf Ihre Art und ich mit meinen Jungs auf unsere Art. Feud, wenn wir mal zusammenarbeiten, alles so bei Süd läuft, gerne wieder. Und für dich, ich wünsche dir alle Gute mit deiner Kleinen. Ja, mach einen neuen Anfang und vor allen Dingen vergesst das dumme Arschloch. Oh ja. Ja, Zivilcourage lohnt sich immer. Ich denke mal, wir fahren Sie jetzt nach Hause, holen die Kleine ab. Ja? Danke. Ich habe Gefühl, das ist schon mal runter. Alles klar. Ja, ist alle gut gelaufen. Ich meine, die haben wirklich versucht, das Kind sich zu schnappen, konnten dazwischen gehen. Ist ein Fall mit Höhen und Tiefen gewesen. Ich bin mit meinem Team sehr zufrieden. Wir haben die Besen rausgeholt und ja, die Straße ist ein bisschen sauber. Staatsanwalt ist auch zufrieden. Kommt ja nicht so oft vor, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Aber wenn es denn ist, ist gut gelaufen. Happy End, vor allem die Sonne scheint. Was kann es Schönheit geben? Ja, Abflug.